Liebe Zuschauer, wir haben bei Nachtfahrt TV eine neue Rubrik und die heißt die Frage aus dem Sack. Und lieber Torge, du darfst heute das erste Mal in diesen wunderschönen großen Sack greifen. Wunderbar, wollte ich schon immer mal in den Sack greifen? Das habe ich mir gedacht. Mach die Augen zu und genieß es. Überleg ganz genau. Ich merke schon die Energie auch. Ja. Okay, ich hab's. Okay, so. Dann lies mal laut vor. Ja. Moment. Warte, ja. Wir zusammen so. Gemeinsam sind wir stark. Genau, gemeinsam sind wir stark. Was war deine größte Niederlage oder dein schlimmster Fehler? Ui, mein schlimmster Fehler, meine größte Niederlage. Niederlage, also ich bin ein Mensch, der im Leben sehr viel Glück hatte bis jetzt, was ich auch, glaube ich, zu schätzen weiß. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, eine richtige Niederlage, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich habe das erste Mal zu meinen Eltern gesagt, als ich im Krankenhaus gelegen habe vor 2-3 Wochen. Da hatte ich was mit der Lunge. Es war was mit der Lunge, ich war eine Woche da. Und da aber alles wieder gut. Alles wieder gut. Okay. Und da habe ich das erste Mal zu meinen Eltern gesagt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so einen Tritt ins Gesicht bekommen habe. So. Also, aber das sonst... Aber Torge, wenn du keine Niederlage hattest, ja, dann gab es doch bestimmt mal einen ganz großen Fehler, den du begangen hast. Einen großen Fehler, den ich begangen habe? Ja, ich habe tatsächlich mal eine sehr gute Freundin von mir sehr vernachlässigt, was mir sehr, sehr leid tut. Und ich bin da auf einen ganz falschen Weg gekommen und da hat sie mir wirklich dann nochmal batsch, batsch, so nach dem Motto, jetzt wach mal auf, Junge, sonst geht das hier gewaltig schief mit dir. Und das war was, wo ich ihr sehr dankbar für bin. Ach Quatsch, da bist du quasi so ein bisschen mal ganz kurz oben geschwebt und dann hat sie dich wieder zurückgeholt. Genau. Wow, wie geil. So, aber das hatte nichts mit YouTube zu tun. Das war noch vor der YouTube-Zeit. Das war, hatte was, ich mache noch hobbymäßig was mit Musicals und so. Und da mit dem zusammen hatte das. Und da hat sie mich gut wieder auf den Boden zurückgeholt. Torge, dann grüß die doch gleich mal an der Stelle. Dörde. Dörde. Dörde, liebe du, Grüße. Bist super. Super. Bist super, Girl. No, du super, total super bist du. Du bist aus dem Osten. No, wunderbar. Ich weiß doch nicht. Nee. No, aber das lernen wir nicht mal zusammen. Aber no, du kannst es besser. Na, no, ich weiß.